Willkommen zu unserem heutigen Schönheitswettbewerb. Die Batu Caves sind ein Höhlenkomplex, der einen hinduistischen Tempel beherbergt und in dem sich Ende Januar tausende Anhänger treffen, um den Gott Murugan zu feiern. Hinter mir seht ihr die goldene Argonautenfrau aus Herr der Ringe. Sie hält einen Stab in der Hand, was so viel bedeutet wie: Ich habe einen Stab in der Hand. Also ich für meinen Teil hätte jetzt gedacht, dass das die Murugan-Statue ist, aber Katja kennt sich da garantiert viel besser aus. Endlich weiß ich, dass sich das Training auf dem Stepper im Fitnessstudio wirklich gelohnt hat. Wer die 272 Treppenstufen erfolgreich bestiegen hat, wird zuerst mit Souvenirmöglichkeiten beglückt. Zum Beispiel mit Schlangen zum Kuscheln. Jetzt musst du sie noch schlucken. Während wir den Tempel besuchten, liefen die Vorbereitungen zu den Festlichkeiten auf Hochtouren. Willkommen auf Kuala Lumpurs schönster Bauchtempel. Die rasierten Köpfe vieler Pilger sind ein Zeichen von Demut. Während der Festivitäten gehen manche weiter und praktizieren hier masochistische Selbstverletzungen, die selbst in Indien verboten sind. Und überall, wo man hinguckt, laufen Makakenäffchen herum. Sehr zur Freude von Katja, die auf Affen ganz besonders steht. Dieser Affe ist eindeutig an die moderne Zivilisation angepasst. Also meiner Meinung nach sind die Höhlen auf jeden Fall sehenswert. Nach Katjas Meinung weniger. Das ist alles touristische Verarschung hier. Nein, das ist totale Scheiße. Das ist eine schöne Glaubensgeschichte. Nee, das ist Scheiße. Das ist heilig. Ja, heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Banause. Ja, hier stinkt's. Blöde Affen. Und schöne Äffchen. Blöde Affen. Schöne Äffchen. Böse Affen. Böse Daffen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Penang. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich denke, es ist bestimmt nicht so beschissen wie hier. Und wir fahren Bus und nicht Zug. In dem Bus ist keine Toilette, aber ich glaube, das interessiert keinen außer mir. So wirklich spannend war die Busreise nicht. Es gab lediglich ein paar schöne Felsformationen zu sehen und wie üblich Palmölplantagen. Das Fahren per Bus geht viel schneller, kostet weniger und ist viel effizienter. Aber nicht so erlebnisreich wie eine Zugfahrt. Und auch viel weniger charmant. Ich finde das alles scheiße. Ruhige Stadt. Und mehr von dieser schönen Stadt und den vielen Tempeln gibt's im nächsten Video. Katzen-Content läuft weg. Und bitte den Heiligen Kreis beachten. Rechts Videos abonnieren, links bewerten und unten uns mit den Füßen massieren.